Guck mal, hier gibt es noch die Möglichkeit, von dort musste, kommt man denn garantiert irgendwie. Hier ist, irgendwas ist hier noch, das kommt alles noch. So. Also ich stehe jetzt gerade so ein bisschen auf dem Schläuchlein, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken darf. Ich weiß gerade nicht, wie wir unter dem Baum drunter kommen. Augen zu. Ach, guck mal. Guck mal, wo wir sind. Auf der anderen Seite. Ehrlich? Dafür musste jetzt runter, muss da unten das Tor zumachen, damit du hier rüber gehen kannst, damit du da drüben den Hebel umlegen kannst und die Treppe runterlassen kannst. Lol. Und jetzt bist du hier. Wo bist du denn jetzt? Ach, gucke mal. Gucke mal. Oh, Musik. Musik. Wir sind, wo wir noch nie waren. Wo sind wir denn hier hingekommen? Cool. Really? Das ist eine dreistellige Zahl. Keine dreistelligen Zahlen. Haben wir irgendwo schon dreistellige Zahlen gesehen? Ich muss kurz mal ins Fotomenü. Dafür ist das Fotomenü da, wa? Dreistellige Zahlen. Schweißstäbe 188. Ich glaube nicht, dass das dazu zählt. Neun, sieben, drei. Nein, was ist denn das? Nee, auch nicht. Ja gut, wenn man Zeit hat, könnte man jetzt 001 und 2. Nee. Okay, auf jeden Fall kennen wir den Weg und es fehlt uns eine richtig fette Zahl. Okay, auf jeden Fall ist das eine Position, die höchstwahrscheinlich wichtig ist. Ja, ansonsten würde hier nicht mal so langsam jetzt ein bisschen ein Musikton dazukommen. Ja? Beziehungsweise bin ich der Meinung, entschuldigt bitte für das Wackeln, bin ich der Meinung, dass das hier eine Stelle ist, da bist du schon recht weit. So. Oh, was haben wir denn hier?
What? What? Was ist denn jetzt passiert? Ladebildschirm, Ladebildschirm, meine Lieben. Immer noch Ladebildschirm. Erstmal alt anpaaren. Lull. Wo sind wir denn hier? Ach nö. Nee, 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 nee. Da sind wir noch lange nicht. Nee, 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 nee. Nix hier mit Urwald. Nix mit Urwald. What? Ah. Dankeschön für Follow. Ich sag mal Puppen, ja? Oh, der war ein schönes Leggy Leg, wa? Meine Güte. Wahnsinn, da hat glaube ich die Grafikkarte gerade mal richtig 97%, 97% namenloser. Also bei dem Urwald. Wahnsinn. Okay, also für den Urwald sind wir noch nicht fertig. Da sind wir noch lange nicht. Könnt ihr vergessen. Also sag ich jetzt einfach so. Reicht, wenn du Ben sagst. Dankeschön. Vielen lieben Dank für den richtigen Namen, Ben. Okay, also ein Urwald. Wir sind noch nicht beim Urwald. Das kann nicht der... Oder ist das der Baum von unten denn? Nein, das glaube ich nicht, oder? Glaube nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der... Oder? Was sagt ihr denn dazu? Der Weg durch den Urwald. Ist das der Weg? Hä? Alter Schwede, wo geht's denn hier hin? Erstmal moin und willkommen. So sieht's aus. Einen wunderschönen Samstagabend wünsche ich. Meint ihr, dass der... Dass der Weg durch den Urwald der Weg ist unter dem Baum? Nee, glaube ich nicht. Das muss ein nächstes Level sein oder so. Spelly, mach du mal einen Spruch dazu, bitte. Nicht als Spoiler, nur als Information, okay? Schreib's einfach in Anführungsstriche davor, Information.
So, okay. Wo sind wir denn hier jetzt gelandet? Hä? Hä? Hier ist so eine zerbrochene Kugel. Wo sind wir denn jetzt? Wald, Bäume, Wurzeln, meinst du? Was haben wir hier Schönes? Das ist doch schon wieder so ein Ding. So, schauen wir mal, wo es hingeht, wa? So, wenn es jetzt leckt, bitte entschuldigt. Es sei mystisch schwer zu erklären, okay? Ich glaube, wir müssen zu dem Typen nochmal hin. Es gibt keine Level. Überall, wo du hin kannst, musst du früher oder später auch hin, okay? Okay. Okay. Hier steht ein großer Baum. Es gibt also kein richtig oder falsch. Wo es geht, geht es. Und wo nicht, da halt nicht. So sieht's aus. Alter, total lecky-leck. ...93% ist ja mal, geht ja mal gar nicht, oder? Und wisst ihr warum? Guck mal, hier ist der Urwald. Hier ist der Urwald. Also tankt alles miteinander zusammen. Entschuldigt bitte, wenn es leckt. Das ist jetzt echt die Grafikkarte, das ist durch den Nebel. Guck mal, da drüben ist auch so eine Kugel. Und da ist schon wieder so ein komischer Käfer, der da sitzt auf der Wand. So wie es aussieht, kannst du die Brücke schwenken dorthin. Nice aussieht. Sieht auf jeden Fall geil aus. Guck mal, hier scheint der Urwald zu sein, genau daneben. Ah, guck mal hier. Jetzt sag nicht, du kannst da durchgehen. Du kannst hier durchgehen. Nee, kannst du noch nicht. Guck mal. Hier ist noch eine Wand.
Du kommst hier noch nicht weiter, aber früher oder später wirst du hier durchkommen. Krass. Was ist das für ein komischer Flieger? Der hat uns in der anderen Welt schon immer verfolgt. Hier ist wieder so eine Kugel. Könnt ihr euch daran erinnern, die Kugel, die wir dort gedreht haben in der anderen Welt? Hier ist eben auch so ein Ding weggeflogen. Ben, spielst du ebenfalls VR? Also spielst du VR oder hast du dieses Spiel schon gespielt? Alter. Sorry für Druckeln. What is it? Da oben geht wieder so ein roter Strahl hoch. Den müssen wir wieder kaputt machen. Alter Schwede. Alter. Ist das Hammer? Ist das Hammer? Wo bin ich jetzt hergekommen? Von hier unten, oder? Nee, wo bin ich hergekommen? Die Treppe runtergekommen? Nee, hier bin ich lang, oder? Von hier bin ich gekommen. Doch, doch, der Ben ist schon da. Ist nicht jeder so schnell mit dem Schreiben wie du, Namenloser. Dein Freund hat das Spiel, okay. Also mir wurde auch von meiner 13. Community vorgeschlagen. Ja, Wahnsinn, Kick, guck mal die Aussicht. Wahnsinn, sieht aus wie so ein Tempel hier. Oh ja, da verlaufe ich mich da. Komme ich doch nie wieder nach Hause. Und ihr interessiert euch. Guck mal, da hast du auch so einen Baum. Hier ist auch so ein roter Baum. Das geht hier nur um die Außen. Ach nee, hier ist ja noch weiter. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Wo geht denn das hier hin? Was ist das? Das ist nicht Asgard. Nee, nicht ganz, aber hier sind überall so eine riesen Anker und Wahnsinn, Leute. Hier jetzt auch wieder noch runter, na schön. Ich bin jetzt schon wieder gerade so fasziniert, ja,
dass ich mein Ziel jetzt gerade so ein bisschen aus der Augen verliere. Oder nee, ich verliere nicht aus der Augen, aber... Wir wollten unter dem Baum drunter und nicht, eine neue Welt erkunden. Ah, vielleicht ist das der Weg runter, unter dem Baum, oder... Ah, wir sind ja jetzt hochgegangen und... Katastrophal. Okay, also ein Riesenventilator. Ah, das ist jetzt ein bisschen sehr krass. Nee, auf keinen Fall. Wahnsinn. Da hier ist alt voll mit den Käfern. Guck mal, 1, 2, 3... Und hier ist schon wieder eine Batterie. Oh Gott, russische Symbole. Jemini, was soll denn das für eine lange Zahl werden hier? Ja, drück doch noch einen Knopf. Soll das ein Rätsel sein? Ich hätte den Serne den eh noch angekriegt da. Fünf. What? Auf jeden Fall, irgendwas habe ich gedrückt, irgendwas halt gemacht. Weil plötzlich leuchtet hier alles. Gut, lassen wir das an der Stelle. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Und ich weiß auch noch nicht, für was das Ding da ist. Aber erstmal dran rumdrücken, wisst ihr? Erstmal. Irgendwo kommt hier ein Geräusch her. Er bleibt nicht zu.
Okay. Okay, es fängt an, sich zu drehen. Klammern müssen zu sein. Wahrscheinlich dürfte er sich noch ja nicht bewegen. Oh, was denn jetzt? Bewegt sich dort was? Was hat er jetzt gemacht? Ich hab doch keine Ahnung. 155? Meinst du, dass die Zahl so zusammengeschrieben wird, Namlose? Dafür sind aber die Ziffern hier viel zu viel gegenüber deine Zahl, mein Lieber. Wieso zeigt der generell dorthin? Okay, jetzt ist alles verbunden irgendwo. Aber es bewegt sich noch nicht alles. Weil dafür brauchst du wahrscheinlich die Zahl. Und diese Zahl löst hier ist echt alt auf russische Stream, ich krieg ja einen Föhn. Guck mal, hier brauchst du nämlich noch eine Leiter. Guck mal, du brauchst hier den Code, damit hier die Leiter runterkommt, damit du dort hochgehen kannst und hier oben Mechanismus schalten kannst, damit sich das bewegt. Damit diese Bewegung, also die Bewegung, die hier entsteht, dort umgesetzt wird. Und dementsprechend, dann kannst du auch hier lang gehen und dort noch einen Mechanismus schalten, damit dort wahrscheinlich noch was passiert. Lull. Verdammt nochmal, was ist das? Für eine Maschine.
Also die Hauptmaschine bewegt sich. Aber die Nebenbewegung ist noch nicht fix. Okay, jetzt hat niemand gesagt, dass ich nach unten fahren will. Aber okay. Aha. Wir sind wieder am Ausgangspunkt angekommen. Wir sind am Ausgangspunkt angekommen.